Also ich war hier dann im Vorfeld, habe mir den Platz sehr genau angeschaut, habe wieder einige Zeit hier verbracht, also bewusst mal eine Stunde sitzen geblieben und so. Und habe gesehen, dass es ein Platz ist, wo den die Leute am Tag mehrmals kreuzen. Es gibt so Wege, die da durchführen in beide Richtungen. Und vorher war ja eine Bank da und ich habe gesehen, die Leute benutzen das auch, bleiben kurz sitzen, Mütter mit Kindern und so. Also offensichtlich ist es ein Platz der Begegnung auch. Und das war eigentlich dann das Hauptinteresse von mir, einen Platz der Begegnung zu schaffen. In dem Fall um eine Wasserfläche und nicht ums Feuer sitzen. Und die Wasserfläche assoziiert etwas Beruhigendes. Es ist eben es wirkt wie ein stehendes Wasser, obwohl es fließend ist. Es soll eben beruhigend wirken und es gibt eben diese Steine, die außerhalb vom Wasser stehen, wo man sitzen kann. Aber man kann aber auch im Wasser auf einem Stein sitzen und die Füße ins Wasser legen. Und das sind so Dinge, die ich mir von einem Brunnen erwarte, dass er niederschwellig erreichbar ist für Kinder oder auch für Alte, dass man eben den sehr wohl benutzen kann. Darum haben wir uns dann auch für Frischwasser entschieden, dass wenn die Leute ihre Füße reinhängen, dass das Wasser einfach wieder weg ist. Und da hat es auch irgendwie mehr den Charakter des Erfrischungsbads. Ja. Und das funktioniert, wie man ja gesehen hat, wunderbar. Der Brunnen wird benutzt von Jung und Alt und das ist die Hauptintention. Hier gibt es anscheinend jetzt irgendwie das Ansinnen, eben, dass man sich mehr Brunnen erwartet hat. Aber die Stadt Stockerau hat 4 Brunnen. Jetzt gibt es eine Wasserfläche. Ich habe schon einige Projekte mit Beton gemacht und das ist für mich einfach ein wunderbares Material. Brunnen ist immer ausgelegt auf Sommer. Nicht? Also der Stein wird warm und bleibt lange warm, speichert die Wärme, dann gibt es Wasser und das sind so Komponenten, die gut funktionieren. Und es ist natürlich auch ein tolles Material, weil es nicht so teuer ist und weil es sehr einfach in jede Form zu bringen ist. Und ich arbeite sehr viel mit Gussformen, also dieses bildhauerische Denken im Guss ist sehr wichtig für mich, also in jeder Hinsicht. Und der Guss ist natürlich verkehrt gegossen und dann hingesetzt. Und sowas interessiert mich sehr von der Formgebung her. Und eben dann gibt es diese Ebene des Wassers, das ja im Niveau steht, natürlich immer. Und dann an zwei Stellen über die Steine drüber tritt. Und das sind alles dreidimensionale Gedanken, skulpturale Gedanken, die ich da ganz präzise konstruiere, natürlich im Computer zuerst und dann im Modell. Und das ist natürlich eine Skulptur, die da liegt. Ja. Bei dem Brunnen zu dem Thema Kolomani, so war der Wettbewerb ausgeschrieben, war für mich von Anfang an klar das Thema Xenophobie. Und da ist mir dann eigentlich ursprünglich als Arbeitstitel Schwarze Schafe in den Sinn gekommen und das ist es dann aber auch geblieben, weil ich finde, es provoziert ein bisschen. Man merkt auch, dass die Leute anscheinend darauf reagieren. Und das ist schon auch die Intention von dieser Arbeit, die sonst sich ja relativ ästhetisch und ruhig in das ganze Gefüge hier einschreibt. Ja, ein schwarzes Schaf ist ja sprichwörtlich jemand, der aus der Gemeinschaft herausfällt, weil er eben andersfarbig ist, in dem Fall die Farbe schwarz. Wir sehen uns alle als weiß. Oder sagen wir so, die Schafe sind generell weiß und das schwarze Schaf ist eine Ausnahme. Formal ist es eine Fläche, der ein Raster zugeschrieben ist. Also alles gleich große Steine. Und die heben sich unterschiedlich hoch aus dem
einen Niveau heraus. Und wenn wir jetzt sagen, das Wasser ist das Niveau, dann haben wir einen Bereich darunter liegend und einen Bereich darüber liegend. Und da sind wir jetzt beim Thema Xenophobie. Irgendwo sind wir alle gleich. Und wenn wir das so sehen, quasi nicht wir stehen drüber, die anderen stehen drunter, sondern es gibt die Welt, die jetzt zwar unter Wasser ist, aber genauso ist wie die drüber, die wir vielleicht aber nicht kennen, so wie auch auf der Erde die Welt unter der Meeresoberfläche ist immer noch die große Unbekannte. Wir sind aus dem gleichen Material geformt, wir sind die gleichen Bausteine, nur sind wir halt an verschiedenen Positionen.